Herzlich willkommen bei Franz kocht auf. Heute kochen wir ein Wohlfühlgericht. Einen Reisauflauf mit Äpfel, Vanillesoße, einer schönen Eiweißhaube. Komm mit in die Küche, wir backen los. Am besten eignet sich ein Rundkornreis oder ein Milchreis. Und der Reis wird gewaschen mit kaltem Wasser. Ideal ist ein Topf. Da wird der Reis jetzt da drinnen im Topf gedämpft. Milch, Zucker, eine Prise oder drei Messerspitzen Salz, etwas geriebene, unbehandelte Zitronenschale und eine Vanilleschote. Wir verwenden nur die Schote, weil mit dem Mark werden wir später eine Vanillesoße herstellen. Und nun wird der Reis ganz langsam und schonend gedämpft. Bei 95 Grad, 100% Dampfgaren, 50 Minuten. Nun ist der Reis fertig und wir nehmen den aus dem Garraum. Die Schoten entfernen und durchrühren. Der Reis ist jetzt ganz weich, nichts kann anbrennen, weil wir mit 95 Grad gegart haben. Die Eigelbe werden getrennt, das Eiklar in einen Rührkessel, eine Prise Salz und nun wird der Eischnee geschlagen. Und nach wird der Zucker dazugegeben. Und nun kommt in den heißen Reis das Eigelb. Das bindet die restliche Flüssigkeit ab. Für die Fruchteinlage kannst du Äpfel verwenden, so wie hier Boskop-Äpfel, aber auch Birnen oder andere Früchte eignen sich. Die Äpfel hobeln mit Zitronensaft. Werden die Äpfel jetzt mariniert, dann schmecken die richtig süß säuerlich. Der Eischnee ist nun richtig schön steif geschlagen. 2/3 der Schneemasse geben wir jetzt in den Reisauflauf. Eine Auflaufform wird nun ausgebuttert. Jetzt wird einmal die Form zur Hälfte gefüllt und dann kommt die Fruchteinlage da drauf. Vielleicht noch etwas Zimt oder Nelkenpulver zur Würzung darüber geben. Und die restliche Masse auftragen. Der restliche Eischnee wird auf dem Reisauflauf verteilt. Die Eiweißhaube wird gleichmäßig verteilt, schließt es ab und nun wird gebacken mit ganz trockener Luft. Und auch das beherrscht ein Kombidämpfer. Heißluft, 160 Grad, ohne Vorheizen, 45 Minuten. Die Herstellung einer selbstgemachten Vanillesoße ist sehr einfach. Etwas Eigelb wird mit Salz, Zucker, frischer Vanille und Maisstärke und Milch verrührt. Milch wird aufgekocht, der Zucker wird eingerührt und mit der Stärkelösung wird abgezogen. Wie das duftet, nach Apfel, nach Zimt, nach Vanille. Der Reisauflauf ist fertig. Und serviert wird der Reisauflauf mit frischer Vanillesoße und etwas Himbeersirup. Was für ein Genuss! Ein Reisauflauf aus Kindertagen. Kocht es nach, bis zum nächsten Mal bei Franz kocht auf.